Ihr wollt wissen, was das hier für ein Quadrat wird? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Dann gucken wir, ob wir auch Ton haben. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Das war sehr schwarz gerade bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Tasse weg. Wir wollen heute unsere wunderbaren Miner aufbauen. Aber erstmal. Moment. Nee, hier bin ich falsch. Da wollte ich hin. Da wollte ich rüber. Weil jetzt kann ich eigentlich sagen, na komm, wir schmeißen die beiden Sachen raus, weil wir haben Black Powder und wir haben Smokeless Powder. Das hat doch super funktioniert. Das heißt, die Sachen sind fertig. Juhu! Da bleibt noch ein bisschen was über, genau. Moment. Das kann auch weg, weil haben wir alles fertig. Das ist das, was wir als nächstes vorhaben. Da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das vielleicht designen werden, aber da ist ein großes Fragezeichen drin. Jetzt schnappen wir uns erstmal den Spaß. Achso, genau so machen wir das. Die Raffinerien. 157 schreiben wir uns dahin. Die Wasserextraktoren. 30. Und die Gießereien. Da habe ich noch ein bisschen an den Zahlen rumgefummelt, dass wir auf 35 kommen. Bei meiner ersten Designidee hat das so perfekt gepasst. Dann habe ich gemerkt, dass ich zu doof für Mathe bin. Aber das passiert halt. So, dich hätte ich gerne ersetzt durch 0. Dich hätte ich... Hallo? Okay. Dich hätte ich gerne ersetzt durch 0. Und dich hätte ich gerne ersetzt durch 0 vorerst. So, die Miner lassen wir da. Weil dann wissen wir auch, was wir brauchen. Das ist doch schon mal ganz nett. So, das Zeug holen wir uns jetzt da irgendwo raus. Wir brauchen nämlich die Kollegen. Wir brauchen aber 80. Was wir auch mitnehmen können, ist hier... Ja, okay, die vier Stangen waren jetzt ein bisschen blöd. Das. Oh, guck mal, da kommen die Computer. Da holen wir uns die. So, Beton werden wir auch brauchen, genauso wie Kabel und... Draht, also Draht können wir schon mal mitnehmen. Gucken wir mal hier, was haben wir hier? Oh, da ist der eine Draht noch, perfekt. Da sind die, schön. Die Turbomotoren müssen wir uns jetzt noch raussuchen. Da kommt gerade alles eh von unten, ne? Da ist alles egal. Müssen gucken, wo habe ich die Sachen hingepackt. Da nicht. Aber da hatten wir Kabel, ne? Kabel nehmen wir mit. Kabel müssen wir wahrscheinlich sowieso nochmal nachholen oder so. Aber das haben wir uns ja drüben jetzt einfacher gemacht. Das heißt, ich fliege dann im Zweifel einmal darüber. Sag, hallo, ich hätte gerne Kabel. Die nehmen wir uns auch noch mit. So, da unten haben wir was. Kabel. Nee. Jetzt mal im Ernst, habe ich die wirklich so weit weggetan? Da sind sie doch, meine Güte. Und da sind auch die anderen 30, die wollte ich haben. So, das sind die Sachen, die ich haben wollte. Die mobilen Miner kann ich dann bauen, wenn ich sie brauche. So. Jetzt wollten wir da runter und das Katerium suchen. Von wo holen wir uns... Ah, guck mal, hier liegt der Strom. Das heißt, wir können darüber und ein bisschen durchs Giftgas fliegen. Das ist hier unser Weg. Einmal. Na komm, ich ziehe das einfach da runter.
Müssen ja sowieso noch gucken, wenn wir dann schon unterwegs sind. Ja. Ich höre schon wieder einen, der mir nicht gefällt. Apropos hören. Hört ihr den? Okay. Da ist auch ein Weg. Wunderbar. So, hier muss irgendwo Katerium sein. In der Ecke. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Bleib du mal ruhig da. Da hinten ist es. Das schnappen wir uns jetzt. So. Wir haben auch irgendwo, müssen wir noch Kristall herkriegen, aber das ist, ne, wir machen, ich will nicht einen Schritt vor dem nächsten machen. Der Ersatz ergab fast Sinn. Ach genau, dafür brauchen wir die Kollegen noch. Das holen wir uns jetzt gleich. Da, so, dann gehen wir da hin. Ah, ihr habt mir doch gedacht, dass da wieder ein Freund auf uns wartet. Hast du mich endlich gesehen? So. Hey, 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 hey. Was ein Akt. Einmal, das war hier drin. Dann machen wir da drin eben drei Stück. Habe ich gerade noch so ein Viech gehört? Weg damit. Aufheben. Du bist da hier oben drüber, oder? Egal. Guck mal. Da liest du. Und die habe ich auch dabei. Sehr gut. Wir haben hier gesagt, wir wollen 480, das heißt, das ist volle Möhre hier, ne? 720. Wir wollen wirklich ein volles Band haben. 780. Ne, 62,5. Ich hoffe immer noch, dass hier irgendwann der zweite Anschluss dran kommt. Also wo auch immer der Kollege ist, der gibt gerade mächtig Gas. Der hat Bock. So. Das hätten wir. Dann schnappen wir uns den Kollegen und ziehen ihn da lang. So, hier rum. Und da hoch. Ne, komm. So, da noch ein Stückchen. Ich würde gerne bis da vorne gehen. Wenn ich hier schön so in meiner Ecke immer nah dran. Da und ein bisschen hoch, genau. So, dich tun wir erstmal weg. Dogo wollen wir nicht erschießen. So, das ist das Erste, was wir haben wollten. Jetzt verfolgen wir unsere Kohle-Strategie, wollte ich gerade sagen. Ich habe auch noch ein bisschen was, was ich erforschen wollte. Dafür habe ich die zwei Festplatten mitgenommen, damit wir hier die Compacted Coal und so machen können. Ist ja kein Problem. Wir folgen der Kohle. Ja, da geht mir ja ein bisschen auf den Zwirn. Warum muss da Uran rumliegen? Ich glaube, das ist eigentlich eine coole Idee. Von da aus hier rein. Ja, das machen wir auch.
Denn, also, ich habe so ein bisschen mir gedacht, ich mache eine. Reichen wird eine 28x28er Plattform. Die werde aber wohl eine 30x30 machen. Noch gucken. Wenn ich schon hier bin. Okay, die rennen einfach nur weg, haben keinen Bock und alles. Das ist ja auch gut zu wissen. Produktion. So, wir hätten gerne meiner Markt. Ach ja, da war ja was. Leute, wie kann man nur so blöd sein und innerhalb von 2 Sekunden so viel vergessen? Und jetzt macht der Stress da unten, ne? Hier mache ich mal direkt 6 Stück, weil ich habe hier direkt 2, die ich holen will. Und die Nummer 6. So. Denn wir hätten gerne einmal dort einen in die Richtung. Und dort einen so ein bisschen in die Richtung. So. Oh, regt euch ab da unten. Nee. Du bist hier fleißig. Wie viel machst du eigentlich? Du machst 600. Warum habe ich das eigentlich auf 600 gemacht? Vollkommen egal. Habe ich ein bisschen mehr Kohle über. Kann ich noch anderes machen? Okay, den haben wir. Immer schön in den Hintern schießen. Ich weiß, dass es gerade nicht sehr effizient ist, was ich hier mache, aber mein Gott. Oh, guck mal. Den haben wir. Von oben herabschießen ist irgendwie schön. Oh, bin schon wieder leer. Dich haben wir. Was ist mit dir? Du bist auch platt. Einer läuft doch hier noch rum, oder? Ach ne, den habe ich auch aus Versehen schon. Okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Da. Dich legen wir mal. Ich habe gesagt, ich will das sowieso alles hier machen. Dann machen wir doch das so. Schnappen uns von dort aus den Kollegen. Geben den einmal da dran und einmal darüber. Damit wir von da aus da dran können. Jetzt packen wir hier wieder 2 Stück rein und sagen 162,5. Und der gleiche machen wir auch hier. 1, 2. 162,5. So, das ist das, was wir da brauchen. Dann hätten wir das schon mal. Jetzt kommt der witzige Teil. Denn wir müssen da vorne runter. Wir fliegen jetzt erstmal dahin und gucken über die Kante, ob wir sehen können, wo wir hinwollen. Okay, ich sehe schon mal. Karte. Wo sind wir? Da sind wir. Ich sehe die beiden. Ich möchte aber hier hin. Oh, wir könnten überlegen. Gut, wie machen wir das? Gehen wir hier über den Wasserfall? Da runter? Das ist, glaube ich, am sinnigsten, weil hier jetzt runter. Weil der Weg hoch wäre halt optimal. Oder der bietet sich halt richtig an. Das heißt, wir ziehen also jetzt unser Kabelgedöns hier rum und hier runter.
Und dann kommen wir nämlich dahin, dahin. Da gehen wir über diese Brücke und holen uns das darauf. Dann haben wir alles hier irgendwie liegen. Ja, das gefällt mir. Ich könnte überlegen, ob ich das Ganze dann mit Betonplatten voll mache. Aber dafür habe ich nicht genug Beton dabei. Dass ich das mal sagen würde. Wow. Das ist mir noch nie passiert. Das fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Der da hinten hat Zuckungen. So, ihr habt gesagt, wir wollen hier lang. Hier rüber. Ich glaube, ich lasse das da enden, weil, wie gesagt, hier möchte ich die Plattform hinbauen und dann nach oben hin. Na, dann hätten wir es hier so schön. Jetzt natürlich ein bisschen gucken, was hier so an Fauna rumfleucht. Aber das ist nicht so ein Problem. So, wir halten uns ein bisschen hier an der Seite entlang. Schön, dass das hier so ein Weg ist, wo wir noch gar nichts haben quasi. Also letztendlich sind ja hier nur die Spucker ein Problem. Da könnte man was wegsprengen, wenn man was zum Sprengen hätte. Da ist Gas. So, jetzt gucken wir mal weiter. Wo kommen wir denn wohl aus? Siehste? Den da meine ich. Die sind auch immer so heimlich. Okay. So, wir gehen dahin. Den kriegen wir, komm, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Sag mal. Ja, gehen wir mal näher. Na, endlich. Ich wusste doch, ich bin ein Meisterschütze. Oh. Ui. Hallo. Da wäre ich fast darunter gefallen. Das wäre nicht so schön gewesen. Aber... hier ist ein guter Platz zum Überblübel. Wo bin ich? Dahin muss ich. Das heißt, wenn ich da hingucke, müsste ich doch fast drauf gucken. Ja, genau. H. P. So, ist das das? Wo ist denn dann? Also wenn das... Na, guck mal, da sind auch... Nein. Wo war es denn jetzt? Da. Das müsste der Beton sein, auf den ich mal gucke. Richtig? Jo. Dann ist das da unten drunter, so knapp. Jetzt muss ich da genau... Na, irgendwo da so. Okay. Wir ziehen uns jetzt unser Käbelchen, wenn wir es dann finden. Ja? Erstmal weiter hier runter. Auf diese Brücke.
So. Da vorne entlang, genau. Das mache ich nicht mit Beton hier. Nee. Okay. Den Teil haben wir schon mal. Ja, fahren wir ein bisschen runter. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Von da aus gehen wir dorthin. Schnappen uns unser Gewehr. Laden einmal nach. Und zerstören das. So. Hier unten müsste irgendwo... Da ist das Kupfer. Okay. Kupfer gefunden. Sehr gut. Du gehst mir bitte hier rüber. Dann schnappen wir uns Produktion. Den Kollegen... Und wir haben einen Miner noch. Warum habe ich einen Miner zu viel? Egal. Ich habe nie aufgepasst. 2, 3, 4, 5, 6. So. Nee. Direkt weg hier. Wir hätten gerne dort. Ungültige Platzierung. Ach, da liegt noch was drauf. Da unten auch. Ach, das ist doch doof. Guck mal, aus der Luft heraus kann ich das. Ich will den Kalkstein nicht. Könntest du jetzt bitte weggehen? Brauch dich nicht. Danke. So, ich hätte mir gerne in diese Richtung. Wie habe ich denn da gerechnet? Ah, okay, das war sowieso nur einer, den ich auf maximal 600 packen kann. Also habe ich wohl mit 600 gerechnet. Dran. Und dort geht es einmal darauf und von da aus dahin. Und dann gucken wir weiter. Da unten. Da geht's runter. Genau. Ist hier unten wer? Nein. Dann haben wir eben das Kupfererz weg. Ja, sogar mit ein bisschen Hall hier. Das ist schön gemacht. So, wird das reichen? Nein, wir machen das. Wir machen das so. Du bekommst... 2 62,5 und bei dir hätten wir aber gerne vorne dran auf ungefähr diese Höhe. Kommst du bitte her? So. Und dann machen wir dort den Kollegen hier. Guck mal, kriegen wir dich hier oben drauf gestellt? Das wäre nämlich super. Wenn wir dich jetzt auch noch hier oben drauf gestellt kriegen, wäre das richtig super. Das heißt, hier haben wir schon mal unser Kupfer. Und unser Beton, also Kalkstein. Für unser kleines Vorhaben da oben. So. Jetzt müssen wir nur noch das, das und das Eisen holen. Das machen wir, indem wir da vorne an die Leitung rangehen. Bist du hier? Nein, hier geht's runter. Dann ziehen wir uns hier runter. Dann ziehen wir uns darüber und sind hier verbunden. Okay,
Wir brauchen die beiden. Die ziehen wir uns von dort. Hier. Ist ja gut, ist ja gut. Reg dich an. So. Einmal hier hin. 1, 2, 3, 4. Tschüss. Neun Stück wieder noch. Passt das? Das passt, ja. Ja, komm. Lass mal eben laufen. Sobald der da vorne fertig ist, der zählt ja jetzt schön runter, habe ich auch genug von dem Zeug. Ich muss gleich mal eben die beiden Ressourcen da wegschmeißen. Also ich brauche das ja nicht in Rohform in der Tasche. Das ist ja Quatsch. Dum-di-dum. Zwei Stück, einen noch. So, danke. Dann einmal du weg, du weg. Sortieren, fertig. Jetzt geht es von dort aus. Schön da mittig rein. Rennt hier sonst noch jemand rum? Nein. Einmal das wegkloppen. Einmal das wegkloppen. Hallo. Dann hätten wir gerne. Ja, dich können wir ruhig in die Richtung laufen lassen und dich in die. Weil ihr müsst eh mit Förderliften bestückt werden. Und dann geht's auf. Eben hier hinstellen. Hier, komm, dich machen wir so. Und dann warten wir kurz aufs Safe. Genau. Schön beim Bauen. So. Na, komm. Ja, es ist groß geworden, dieses Safe. Fast 7 MB. Früher, als ich noch jung war, da wäre das wirklich riesig gewesen. Heute ist das nur so. Bitte was? 7 MB? Groß? Wie gesoffen? Nein, hat er nicht. Das war früher wirklich mal so. Für die, die es noch kennen, Respekt. Willkommen im Club der alten Säcke. Fast. 0,5 hätte ich gern noch. Die sind wichtig. So, dann schnappen wir dich, packen dich da dran, packen dich dort hinter. Das dahinter setzen war ganz wichtig. So, dorthin. Und du bekommst ebenfalls zwei Stück da rein. 62,5. Fertig. Okay. Und ist das da drüben meine andere? Dürfte, ne? Kurz vorm Wasser, zweimal Viecher. Das heißt, wir gehen jetzt da hoch und holen uns den Spaß von da drüben hier rüber. Bonk. Wir sind Gott sei Dank eh schon hier. Die Bahn. Und dann legen wir das da vorne rum, holen uns die noch dazu und dann gehen wir mit den 3, 4, 5 Bändern da hoch. So, da habe ich doch schon wieder was gesehen. 1, 2, 3, 4. Reload. Okay, da liegt noch Zeug rum. So. Oh, das war einer zu viel. Ich habe einen Schuss verschwendet. Nicht, dass ich das heute schon 800 Mal gemacht hätte oder so. Ja, gib mal her die Schnecke. Wenn du so prominent da rumliegst,
So, komm. Das wegkloppen. Und dann, nee, nicht den da drauf. Das funktioniert nicht. Bitte in diese Richtung. Dort rein hätten wir gerne die zwei. 162,5. Wahnsinn. Dann kommt von da nach da der Kollege. Hier vorne dran kommt der Kollege auf ungefähr so die Höhe. Wir fliegen hier rüber, schnappen uns das. Und gehen damit in die Richtung weg. Wunderbar. Ich befürchte, dass ich hiervon nicht genug mitgenommen habe. Aber ist ja Gott sei Dank alles nicht so weit von zu Hause. Also, was heißt zu Hause? Also, ne, von da oben. So. Dann holen wir uns den Kollegen hier rüber. Den Kollegen ungefähr daneben. Dahin. Dahin. So, ab hier darf ich erstmal laufen ein Stückchen. Und du kommst auch hier vorne hin. Hier. So. Ist da. Das geht aber schneller zur Neige, als ich gedacht habe gerade. Ah, macht nichts. So. Dahin. Weil ab jetzt wird's quasi schon kriminell. Wenn ich dich jetzt hier so dran lege. Dich hier vor. So. Okay. Ich gehe mit dem Spaß jetzt mit einem so weit wie ich komme, hole mir neues Zeug. Und komme wieder. Einmal bitte. Dahin. Und von da aus schauen wir mal. Ja, guck mal. Okay. Und die letzten 10. Gut. Dann einmal ab nach oben fliegen. Das werden wir doch wohl schaffen hier. Ja, da an den Viechern vorbei ist gleich kein Problem. Wir machen uns jetzt. Gucken, dass wir uns noch mal ein bisschen Beton schnappen. Und dass wir uns mit dem anderen Spaß voll machen. Alles, was wir gerade nicht brauchen, werden wir dann da hochschmeißen. Wir müssen da rüber. Ziehen wir uns den Spaß rauf. Und ich glaube, wenn wir das dann alles so liegen haben, dann haben wir schon mal die Vorbereitung fertig.
können wir uns beim nächsten Mal angucken, wie wir dort... ich glaube, das bereite ich schon mal vor, dass die ganzen Sachen reinkommen und ich quasi so eine Verteilebene unten drunter habe, weil wir brauchen ja auch noch Wasser, dann müssen wir uns auch noch holen. Wenn wir das dann alles haben. Okay, machen wir Bedingungen. Bedingungen. So, da kommt Zug rein. Zug ist aber leer, ne? Ja, wenn Zug leer ist, dann braucht Zug aber auch nicht mehr fahren. Fahrplan. Nee, du bist falsch. Nehmen wir dich. Autopilot ausschalten. So, und dann können wir überlegen, ob wir noch mal was anderes da reinpacken wollen. Beton habe ich gesagt, will ich haben. Beton, Beton. Beton. Kein Beton, kein Beton. Ganz unten, den kriege ich doch. Den kriege ich von hier. Nein, auch kein Beton. Läuft hier noch irgendwas? Da läuft schon nichts mehr. Da läuft auch nichts mehr. Da ist kein Beton. Läuft da irgendwas? Nein, kein Beton. Oh, okay. Beton haben wir. Aber die 58 hier brauchen wir nicht. So. Was wir haben wollen, ist alles. Das bedeutet aber auch, dass das hier unten voll ist. Das nehmen wir da raus. Schmeißen uns das da rein. Wie gesagt, davon nehme ich jetzt so viel, wie ich nur eben kann. Jetzt wäre halt die Frage. So. Also einmal das und das kann ich beiseite legen. Die brauche ich gerade nicht hier. Hier noch ein bisschen Platz. Passt. Okay. Das da muss ich auf jeden Fall nachher mal abbauen. Und ich glaube, Uran kann ich verschrotten, oder? Wäre auf jeden Fall wünschenswert, sagen wir mal so. Würde halt helfen. Da lang, da lang. Dann haben wir dort hinten Katerium liegen, das hier noch irgendwie hin muss. Hier vorne haben wir Eisen und Kupfer und Kalkstein liegen. Mit dem Kalkstein machen wir logischerweise Beton. Und zwar so viel, wie wir eben können. Ich glaube, das sind 5 Raffinerien oder so. Das Eisen wird erstmal zu Eisenbarren gemacht. So, jetzt hole ich mir die anderen bis dahin. So, ich kann nicht von hier aus, ne? Von hier aus komme ich noch nicht dran. So. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Dann weiter. Schön, wie die Dinger direkt immer wieder aufheulen. Damit wir den Spaß dahin kriegen. So. Schön wäre eigentlich auch gewesen, wenn ich einfach den Spaß hochgebracht hätte. Und dann anstatt hier mit, wir legen das einfach quer rein, schön mit den Masten gearbeitet hätte. Aber was nicht ist, ne? So, du musst mal mitkommen. Und ich breche, glaube ich, hier oben drauf.
So. Und die nächste Runde. Ja, die packen wir jetzt dahin. Wenn es nicht überall so durchklippt. Auch wenn ich, glaube ich, mittlerweile an einem Punkt angekommen bin. Damit das nicht überall so durchklippt, ne? Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen. Ja, komm. Clipping ist egal. Weil im Zweifel sieht es ja auch nicht so verkehrt aus. Und da das jetzt sowieso Bestandteil ist, durch die ganzen Geschichten mit ne, Soft-Clipping, Hard-Clipping, ist das eh egal. So. Da und dort. Dahin. Du gehst dahin. Du gehst da dran vorbei und deswegen bist dahin. Dafür gehst du dorthin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Bitte komplett. So. Dann haben wir es aber auch schon fast. Weil hier ist so die Ecke, wo ich damit anfangen wollen würde. Wird sich quasi an diesem Felsen hier wirklich anbieten. Da ranzugehen. So. Jetzt haben wir das, die ganzen Ressourcen, die wir hier so brauchen. Also eine fehlt noch, das weiß ich. Das ist nämlich unser Quarz. Und wir können uns überlegen, wir hier irgendwo was finden, was, womit wir uns, wie heißt das Zeug? Komm, denken. Ach, ich habe die 600 nur genommen, weil, jetzt weiß ich das wieder, weil da hinten waren nur 600 Schwefel. Wir hier irgendwo noch Bauxit finden. Mal eben gucken, hier die Karte. Hallo? Also gut, wir haben hier Bauxit, da könnten wir uns relativ zügig eigentlich, ne, eine kleine, so da rein, das mit dem, das ist normal und das ist normal. Also mit diesen beiden dreien, einer davon, ich weiß nicht, ob die besser ist oder die. Ich glaube, die liegt ein bisschen näher dran. Da haben wir auch Kohle. Nochmal. Und da drüben, okay, den Schwefel haben wir schon. Könnte mal überlegen, ob hier noch irgendwo anders Schwefel in der Nähe ist. Sieht aber nicht so aus. Ich meine, mich erinnern zu können, dass hier in der Ecke noch irgendwo Schwefel war oder so. Aber ich kann mich auch vertun. Okay, hier hinten wäre Schwefel. Wofür habe ich den denn? Ach so, das war dafür. Das ist für mein... Was ist mit dem hier? Rein. Also im Zweifel könnte ich den nochmal ziehen und irgendwo hinbringen. Gut, das wäre ein ganz schönes Stück. Dabei könnte ich ja Quarz mitnehmen. Aber sonst, Schwefel ist ja nicht so viel. Schwefel ist immer ein Problem. Hier unten ist noch reiner Schwefel. Okay. Den könnte man natürlich auch nochmal. Den könnte ich praktisch in den Zug leiten. Also hier in den Zug bringen, weil das ist tatsächlich nicht so weit. Und dann von da aus hier oben hin, weil den Weg haben wir schon. Nee, hier habe ich, nur bis auf das Stickstoffgas, habe ich hier schon ziemlich gut was. Nur hier wäre noch ein bisschen Zeug, aber das Biom habe ich gut abgegrast hier, muss ich sagen. Okay, hier hätte ich noch ein bisschen Blätung, aber... Das ist ein bisschen schade, dass dieses... Warum hast du dir eigentlich nicht gemerkt, dass hier Caterium ist? Das habe ich sogar geholt. Egal.
Denn viel brauche ich ja auch nicht davon. Ich brauche ein bisschen was nachher für den Turbotreibstoff. Also hier ist Bauxit noch und nöcher. Da kann man gute Aluminiumproduktion draus machen. Aber die wird man sowieso brauchen wegen Uran. Okay. Das ist also so der Plan. Wie viel haben wir denn? Wir können ja hier schon mal anfangen. Wenn ich hingehe und ich setze mir erstmal hier laut Grid so ein bisschen hier ran. Grid ist aber gerade nicht so gnädig. Wenn ich das mal... Pass auf, das will ich jetzt wissen. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt umstelle auf Soup? So, das sind die ersten 10, ne? Auf 30 gehen wir. Den da hinten ignorieren wir jetzt einfach. Waren noch 10, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Das sind 10. Ich jetzt den, ja, bin ich aber genau in dem Bäumchen da drin. Das wiederum gefällt mir nicht. Das heißt, wir gehen hier ein Stück rüber. Wenn ich das um 10 nach da versetze. So. Brauche ich noch nicht mal. Wenn ich... Hier... Schauen wir mal. Dann kommen wir daran vorbei. Dann haben wir aber den da noch als Problem. Das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen höher setzen, oder? 20. Jetzt von der Höhe her eigentlich ganz gut. Da komme ich auf 30. Oh, das sieht aber... aber gut aus. So, dann da müssen wir nachher einen abziehen. 21. Und wenn ich jetzt darüber gehe, 21, jetzt nochmal 9 drauf. Ja, 8. Geht genau hier vorne dran vorbei. Hm, das gefällt mir. Okay. Das wird also von der Höhe her relativ gut. Ich kriege auf jeden Fall die Pumpen noch darunter gesetzt. Gucken wir mal hier. Der in der Mitte müsste ich auch drüber kommen. So habe ich gesagt, hier nochmal 9. Und 8. Und dann ziehen wir das hier rüber. Guck mal, habe ich schon gar nicht aufgepasst. Hätte ich noch einen weiter zurückpacken können. Ja, ist ja halb so wild. Ja, komm, erstmal bis dahin. Und dann den einen da drauf. So, was ich aber definitiv machen werde. Bis dahin. Was ich definitiv machen werde, komm, das reißen wir jetzt alles ab, ist, dass ich irgendwie mit dem Beton hier unten anfange. Eigentlich war der Plan, den ich mir so gemacht habe, okay, wir gehen hier einen raus und dann mit der Doppelrampe runter. Sehr schön. Geht das bis im Boden? Perfekt. Ja. Oh. Hi. Ciao. Wo war ich denn? Achso, genau. Mein Plan war eigentlich,
64 von den, wie heißen die Dinger, Raffinerien hier unten hinzusetzen, 35 Gießereien schon mal in die Mitte und das alles nur mit Eisen. Aber ich könnte mir natürlich auch als erstes hier unten die 5, quasi direkt hier am Eingang, 5 von den Betondingern machen, damit die schon mal loslegen können, während ich hier aufbaue. Dann könnte ich natürlich den Beton wiederum danach verlegen. Das ist gar keine doofe Idee. Das werden wir auch genauso machen. Oder ich produziere erstmal hier unten quick and dirty 5-mal, also ne, den Beton, den ich hier verwende, um das dann nach ganz oben zu bringen und dann, das ist, glaube ich, die noch sinnvollere Idee. Das heißt, ich baue mir hier eine kleine Plattform. Die Dinger sind ja Gott sei Dank nicht so riesig. Pass mal auf, das machen wir auch noch eben. Nur so viel Zeit nehmen wir uns jetzt noch. So, wir gehen hier hin, die Höhe, genau. Und jetzt sagen wir, die sind ein Viertel, den ersten, also den machen wir erstmal. Ein Viertel, da kriegen wir schon mal 2,5, also ne, wären 2,5. 3, 4. Ja, so sollte passen. Den dahin und den hier vorne hin. Genau. Einmal hüpfen. Wir könnten dann direkt unseren Beton hier vorne einleiten. Das ist, glaube ich, die Idee, die mir gerade am besten gefällt. So, das ist der Eingang. So. Und hier oben käme das Zeug raus. In diese Richtung. So. Das heißt, wir setzen uns die 5 Stück hier hin. Wasser holen wir uns von hier vorne. Das Wasser dafür könnten wir uns sogar von da holen und hochpumpen. Auch schön. Ja, das wird der Weg sein, den wir gehen. Das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir das hier alles drin. Wenn ich die jetzt setzen würden wollen, täte. Raffinerie ist auch. Es kommt als erstes Flüssigkeit und dann dahinter. Vielleicht müssen wir noch. Ja, gehen wir noch einen weiter. Das heißt, wir ziehen hier vorne noch eine Reihe vor. Nein. So. Ja, geht auch genau. Das heißt, wir gehen ein Stückchen weiter, ziehen das vor und dann können wir hier die, die Raffinerien setzen. Da vorne geht das Zeug dann raus. Dann würden die quasi hier anfangen. Dann haben wir da vorne immer noch so ein Viertel und das passt. Und dann haben wir genug Beton, um das hier hinzusetzen. Okay, Plan steht. Ich glaube auch, das baue ich ohne euch auf. Ja, das baue ich ohne euch auf. Damit wir beim nächsten Mal einfach schon Beton haben. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.